So, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, ich lache, weil ich doch nicht geguckt habe, wo der nächste Assassinenauftrag steckt. Komm, wir gucken gemeinsam. Kriegen wir hin. Ich denke mal, dieser letzte Templerschlüssel, der wird nicht allzu lange dauern brauchen, wie auch immer. Da werden wir schon keine Probleme bekommen. So, mal schauen. Da wird er nicht sein. In einem Fort habe ich auch noch nichts gesehen bisher. Hier ist auch nichts. Das war die Anfangsinsel. Da ist er doch. Dann gehen wir am besten gleich mal über den Aussichtspunkt. Ja. Der letzte Templerauftrag. Mehr oder weniger. Es ist ja ein Assassinenauftrag, aber der letzte Auftrag, in dem wir einen Templer töten müssen, um ihm den Schlüssel abzunehmen. Warum er ihn uns eigentlich nicht freiwillig gibt, jetzt wo wir sowieso schon vier haben. Ach. Manche Leute lernen einfach nicht dazu. Moin. Wo muss ich hin? Südlich. Da vorne. Ach, und die Schatzkarten. Ja, die Schatzkarten werden wir auch demnächst ablaufen. Meine Güte, wir haben noch so viel vor. Hallo. Angriff auf das Assassinenbüro. Was? Ihr seid Rona, stimmt's? Kenway, ihr sucht nach Ärger, schätze ich. Immer noch so charmant wie früher. Immer noch so aufdringlich wie ein Furunkel. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch warnen. Euer Leben ist in Gefahr. Welch helles Köpfchen ihr doch seid. Wie kamt ihr zu diesem Geistesblitz? Womöglich habe ich einem dieser Templerknaben, die ihr so gern habt, ein sehr sensibles Dokument überlassen. Herzlichen Glückwunsch, eure Mission war erfolgreich. Kann ich es wieder gut machen? Seid ihr nüchtern genug für eine Zielübung? Das tut man nicht für eine Lady. Helft mir gegen diese Männer! Helft mir gegen diese Memme. So, da kommen sie. Sehr gut. Wild, was? Wildwestindische Inseln. Was? Muss das Pulver holen? Dahin, okay. Ein Pulverfass. Soll ich? Jetzt doch noch nicht. Ich warte doch, bis die kommen. Sie kommen von hinten. Sprengt ein Die kommen von überall. Ich glaube, ich habe sie gerade in die Luft gesprengt. Ja, habe ich. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur nachladen. Ist denn überhaupt nur eins übrig? Dann nehme ich das natürlich selbstverständlich sehr gerne mit. Nee, ist keins mehr übrig. Ich kann keins mehr nehmen. Ach, du hast schon. Warte, ich bringe dir da auch noch eins hin. Noch eins? Ist nicht irgendwann genug? Nehmt ein Fass. Legt eine Falle. Na gut. Du hast da noch kein Fass hingelegt, Pöppi. So geht das nicht. So, jetzt kommen sie von da. Ah, das wird doch ein bisschen enger hier. Okay. Aber es wird schon klappen.
Eine Attentatsserie mit 5 Gegnern habe ich geschafft. Und gerafft auch, ja. Getroffen? Hm. So, jetzt müssten wir es geschafft haben, oder? Lief gut. Und? Ist das euer neues Ich? Sir Edward von Havanna rettet eine Maid in Not. Passt es denn zu mir, Fräulein? Besser als eure alte Persönlichkeit. Fürwahr, Edward, warum seid ihr hier? Tja, da ist ein Schlüssel. Vermutlich in der Tasche eures Templerverehrers. Ich brauche ihn. Wirklich? Und warum behalte ich ihn nicht einfach selbst? Rona, ich weiß, dass ihr gern Männerstiefel tragt, doch was dieser Schlüssel öffnet, passt euch nicht. Ich sag euch was. Fällt mir eine Aufgabe ein, die die Hilfe eines besonders einfältigen Kerls erfordert, lass ich euch rufen. Nun, das war eindeutig. Templerjagd 02, Mission 1, Angriff auf das Assassinenbüro zu 100%. Hast du denn noch eine Aufgabe für mich? Habt ihr über mein Angebot nachgedacht, Rona? Ja, da ich unpässlich bin und da mein Pflichtgefühl stärker wiegt als mein Stolz, gibt es da ein Problem, das ihr untersuchen könntet. Fahrt fort. Und ich sagte, untersucht ein Problem, nicht schafft eines. Ja, Mama. Worum geht es? Eine Häufung von Raub und Missgunst. Es kann kein Zufall sein, dass dies gleichzeitig mit den anderen Angriffen begann. Seht, was ihr in der Nähe des Marktes herausfindet. Ein aufdringliches Furunkel wie ich? Seid ihr sicher? Ich enttäusche euch nicht. Es dürfte schwer sein, noch enttäuschter zu werden als jetzt. Uiuiui, die alte hat Haare auf den Zähnen, wirklich. Wir sollen da hinten hin, wahrscheinlich sollen wir wieder jemanden verfolgen. Ist ja nichts Neues. Sollen wir andauernd. Auch wenn ich das Ganze lieber auf andere Weise klären würde. Aber dann kriegen wir auch nichts raus, nicht? Auf dem Marktplatz. Der ist noch ein paar Meter entfernt. So, jetzt laufe ich mal immer geradeaus, soweit es eben geht. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Noch 130 Meter. Noch 100 Meter. Komm schon, mein Gott, wir müssen ja quer durch die ganze Stadt latschen hier. Och, nö, komm. Ich habe nach vorne gedrückt und nicht zur Seite. Okay, und den belauschen, ja? Nee, fangen. Aus dem Weg. Er läuft auch hinter ihm her, das ist gut. Dann bin ich wenigstens nicht allein. Kriege ich ihn denn überhaupt? Ist das vom Spiel so vereinbart, ja? Ich hab ihn. Toll. Jetzt wurde ich abgelenkt von dem Idioten. Na also. Ein Brief. Mission beendet. Ein Dieb auf dem Markt. Wir haben es geschafft. Die nächste Mission bitte. Ist wieder unten. Ah, aber diesmal laufe ich garantiert nicht durch die ganze Stadt zurück. Ich bin immer froh, wenn wir unsere Aussichtspunkte haben und darüber porten können. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in den alten Teilen gemacht habe, ob ich das wirklich alles abgelaufen bin. Aber ich glaube schon. Ah, war ja früher nicht möglich. Und wenn, dann habe ich es verpasst. Wäre auch nichts Neues. Moin, die Damen. Noch mehr von euch. Die Piraten befreien? Nö, das kann er alleine machen. Braucht keine neue Mannschaft. Die ist noch gut ausgerüstet. Ich hatte nie Probleme mit der Crew. Rüstungswettlauf. Was habt ihr erfahren?
Ich habe einen Taschendieb erwischt. Er hatte eine Karte. Irgendwas mit Lagerhäusern und Schwarzpulver. Ich habe auch nachgeforscht. Eines ist offenbar. Dieser Templerschuft leitet die ganze Operation. Hillary Flint. Der Name stand auch auf der Karte. Mit Taschendieben finanziert er ein Wettrüsten. Gegen wen? Mich. Und der gewinnt vermutlich. Ja, doch mit der Karte können wir seine Waffenlager zerstören. Worauf warten wir? Richtig, worauf warten wir? Auf geht's. Die Pulverreserven in Brand setzen. Wir haben ja die Möglichkeiten. Sie muss nicht mitkommen, ne? Das ist gut. Kann ich hier ganz in Ruhe schalten und balten, wie ich möchte. Ja, natürlich werden die wieder bewacht. Ach, so ein Dreck. Komme ich auch nicht so einfach ran. Obwohl das von dieser Seite aus gehen müsste. Ich muss bloß einmal runterspringen. So. Ach, die sind hinter der Mauer. Okay, brennt. Ich muss hier weg. So, einmal ist kaputt. Noch zwei. Ah, das ist nervig hier. Komm mit rein. Wir sind wieder hübsch. Und alles ist gut. Lauf. Okay, Ruhe für uns. Jetzt können wir die anderen beiden Pulverfässer suchen. Ich glaube, das Wettrüsten hat er schon so gut wie verloren. Wir müssen irgendwie hier rein. So am besten. So, der hat weggeguckt. Und weg. Okay, auch das ist erledigt. Rumsbums aus die Maus. Ullala. Ein einziges noch. Und noch einmal genauso weit weg wie der Marktplatz damals. 200 Meter noch. 150. Sehr gut. 130. 100. Muss mal wieder nach links. Noch 50. Und jetzt wieder nach rechts. 25, 20, 10. Und hier hinter ist es. Da müssen wir rein. Und wenn wir uns durchballern müssen. Nee, hier stehen vier Wachen. Das wird mir doch zu viel. Dann versuchen wir es doch lieber mit den beiden, die hier stehen. Was? Wo kommt der denn her? Okay. Dann wird's jetzt eine lange Jagd. Oder ein harter Kampf. Je nachdem, wie man möchte. Na komm,